Ja, es ist 19 Uhr, glaube ich, auf den Glockenschlag. Wir können beginnen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier in den Heiligen Hallen von Sachsenhausen in der Waldeckschen Provence. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie den Mut gefunden haben, unsere Veranstaltung zu besuchen. Das ist also nicht überall selbstverständlich. Lernen Sie uns kennen, reden Sie mit uns und reden Sie nicht über uns. Bilden Sie Ihr eigenes Urteil, ob Deutschland eine politische Alternative benötigt. Ich darf mich kurz vorstellen, bei den Sachsenhäusern ja nicht. Ich bin das lokale Gesicht der AfD, der Alternative für Deutschland in Sachsenhausen. Meine derzeitigen Aufgaben in der Alternative für Deutschland umfassen zurzeit das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Waldeck-Frankenberg. Außerdem bin ich Delegierter bei Bundesparteitagen. Zurzeit sind wir noch beschäftigt mit der Gründung eines Regionalverbandes Bad Wildungen, Edertal-Waldeck. Da werden Sie dann demnächst in Kürze sicherlich auch was drüber hören. Ja, ich möchte natürlich ganz herzlich unseren Hauptredner begrüßen. Das ist der Jürgen Elsässer aus Berlin. Grüße. Kneift, hätte ich nicht gedacht. Aber er ist ja auch noch nicht dran. Das Gute heben wir uns zum Schluss auf. Ja. Jürgen Elsässer ist Chefredakteur des Magazins Kompakt. Herr Elsässer bringt mit seiner journalistischen Arbeit die Political Correctness ins Wanken. Also wenn ich sein Magazin beschreiben müsste, dann würde ich sagen, frisch, frech, provokant, wahrheitsgetreu. Aber wie gesagt, den werden wir also später noch hören. Wir kommen jetzt zu den Spitzenkandidaten. Ich darf als Lokalmatador in Waldeck-Frankenberg Jan Nolte begrüßen. Und Ina Andersen von Limburg-Weilburg. Des Weiteren möchte ich natürlich auch nicht versäumen, wichtige Personen vorzustellen, wie zum Beispiel unseren Kreissprecher Thorsten Hunzinger. Er hat sich noch ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Er ist in Begleitung von Maximilian Müger, dem Fraktionsvorsitzenden des Landeswohlfahrtsverband, und von dem Kreisvorsitzenden Marburg-Biedenkopf, Herrn Bolldorf. Ja, das Mikrofon hat also unser Kreisschatzmeister verbrochen. Also wenn Sie mich jetzt richtig hören, dann ist er schuld, Dr. Andreas Salzmann. Dann tut es mir ja leid, Bernd. Aber du musst aufstehen. Ich möchte dich auch nennen, Bernd Nikolaus. Und zwar mit seinen Freunden, mit seinen Willunger Freunden, die also ein Überparlament haben. Ich möchte natürlich auch Dank sagen an die Polizei und das Sicherheitspersonal. Es geht leider nicht ohne diese Herren und Damen, die also für unsere Sicherheit sorgen. Ich gehe davon aus, dass keine Störer im Saal sind, aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, wer die Veranstaltung stört, da werden wir uns dann mit dem Hausrecht bemühen, diese Störer nach draußen zu begleiten. Ich weise Sie auch darauf hin, das ist eine öffentliche Veranstaltung. Hier werden Filme und Fotoaufnahmen gemacht. Wer also nicht mit seinem Partner da ist, der sollte sich vielleicht umsetzen. Ja, der Ablauf ist wie folgt. Gleich kommt der Kreisschatzmeister, der wird noch ein paar Grußworte für den Kreisvorstand entrichten.
Die Bundeskandidaten stellen sich in der Reihenfolge vor: Christine Andersen, Jan Nolte, Andreas Lichert. Und dann kommen wir zu dem Besten, zu dem Feuerwerk, zum Jürgen Elsässer. Ach, er hat doch nicht gekniffen, er ist doch da. Ja, und wenn Sie mir denn dann nicht eingeschlafen sind, dann würden wir auch zum Schluss noch kurze Fragen zulassen können und an die Bundestagskandidaten stellen oder an den Herrn Elsässer. Vielleicht wäre das ja auch noch interessant. Das wäre es jetzt erstmal. Deswegen frei für unseren Kreisschatzmeister.